BBC News vom Donnerstag, den 25. März 2010. Und wieder wächst der Druck auf den Papst. Pressure grows on Pope over handling of abuse case. Warum lügt die BBC? Schauen wir uns das an. Lügt, ja, ich sage Lügen. L-Ü-G-E-N. Ein Fernsehsender, ja, aus England. Ich lese vor, allegations have surfaced in the US that Pope Benedict failed to take action before his election as pontiff in yet another serious case of clerical pedophilia, which has just come to light. This time at a school for deaf children in the state of Wisconsin. Meine Vokalisation bezieht sich nicht auf das, was vorgefallen ist an der School, sondern wer wird hier missbraucht? Der Leser. Ja? Auch die Opfer werden eigentlich missbraucht, ja, nämlich für das, was die BBC will. Wer lügt, hat Unrecht. Warum hat die BBC Unrecht? Hier haben wir nämlich folgenden Satz, also Fehler drin. Another serious case of clerical pedophilia, soweit so gut oder schlecht, which has just come to light. Ah, der jetzt gerade ans Licht gekommen ist. Ein Trick, den auch viele deutsche Boulevardblätter anwenden. Anders kann man es ja nicht nennen, wenn man so handelt. Um Emotionen aufzuwühlen. Dieser Fall, wird hier berichtet, ist gerade ans Licht gekommen. Ist gerade ans Licht gekommen. Schauen wir uns doch mal an, was Jan Smith sagt auf ihrem Blog. Ich habe es mal groß gemacht. Ihr habt ja dann nochmal die Angabe, wo man es finden kann, in den Details. Tout commence le 15 mai 1974, quand un ancien élève de la St. John's School pour les sourds dépose une plainte à propos d'abus accomplis sur lui et d'autres garçons par le père Lawrence Murphy entre 1964 et 1970. Mais, à ce que l'on sait, après enquête, le juge décide de classer l'affaire. Was ist hier wichtig? Zwei Dinge. Also alles fängt am 15. Mai 1974 an und ein Richter hat sich damit befasst. Ja? Und der Richter hat gesagt, das verfolgen wir nicht weiter. Das ist, was BBC sagt, jetzt verborgen war oder nicht am Licht. Nicht wahr? Hat der Richter das verborgen? Nein, es war am offenen Licht und die BBC lügt.